So, ich sehe gerade, das hängt hier ein bisschen unten beim wie heißt es, bei der Textbox. So, hoffe mal, da ist es besser platziert. Yo, Koso! Willkommen! Was ist das nicht für eine epische Musik mit ganz vielen Fanfarenklängen? Dieses Spiel ist dazu gemacht, um dir die absoluten Basics von Japanisch, also von der Schrift, beizubringen. Hiragana. Du wirst lernen, wie man all die Hiragana liest, schreibt, während, ja, also im Verlaufe dieses Abenteuers. Und wenn dein Abenteuer vollendet ist, dann wirst du dazu in der Lage sein, weiterzumachen mit fortgeschritteneren Studien und Lerneinheiten der japanischen Sprache. Aber zunächst einmal, lasset uns die Spiele beginnen! Ich nehme mal an, das ist eine Dame, daher muss ich versuchen. Es ist kalt. Aber es ist ein wunderschöner Abend. Claire, was machst du denn da? Komm aus dem Schnee raus. Erik, ich bin auf dem Weg in die Taverne. Ach ja, ich möchte so ein bisschen die Kälte aus meinen Knochen abschütteln. Ich komm mit, lass uns gehen. Ah, es ist so liebreizend und warm hier drinnen. Ja, viel besser als irgendwie vom Schnee eingegraben zu sein, nicht wahr? Haha, du weißt, wie ich bin. Ich kann es einfach nicht lassen, den Nachthimmel anzuschwärmen. Du hast dich in diesen letzten Jahren überhaupt nicht verändert, Claire. Du auch nicht, Erik. Es ist gut zu wissen, dass ich immer auf dich zählen kann, dass du auf mich aufpasst. Aber na klar doch. Na dann, lass uns mal anstoßen. Cheers! Ja, dann trinke ich auch mal ganz kurz einen Schluck. Ratskrone Premium. Premium, das Pilsner. Schleichwerbung. Ich hoffe mal, scheint vielleicht eventuell da oben nicht zu stören. Vielleicht kann ich den Chat ein bisschen schmaler machen. Das mache ich mal ganz kurz zumindest. So, Chat-Plugin. Ich glaube, dadurch resettet er sich einmal ganz kurz. Aber so Breite machen wir mal 250. Ich hoffe, das ist dann nicht zu schmal. Schieben wir ein bisschen rüber. So müsste das eigentlich gehen, denke ich mal. Dann wird es mir gleich ein bisschen langgezogen. Dann mache ich ihn ein bisschen länger. Bis ganz runter. Moment. Das machen wir noch ganz kurz. Höhe müsste ja dann 1080 genau sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Gut. Alles klar. Dann geht's mal weiter. Also, cheers, genau. Prost. Lalalalala. Ich trinke ein Bier hier in der Taverne. Genehm ist es mir. Oh, hallo. Oh, es ist Leon. Hi. Stört es euch, wenn ich euch beiwohne, um auch etwas zu trinken? Leon. Wurdest du nicht aus dem Dorf rausgeschmissen? Also verbannt oder so? Oh, ach ja, ja. Ach, das war doch nur ein kleines Missverständnis. Der Älteste dachte, ich hätte seine wertvollen, oh Gott, ich spiele doch gerade, nicht Harvest Moon, Stardew Village, Valley, mein Gott, Pumpkins sind, Kürbisse? Ich gucke jetzt nach, oh Gott, das geht ja peinlich los, Pumpkin ist Kürbis, wetten, ja, Kürbis, sage ich doch. Gut, Learn English to Survive, müsste das Spiel für mich wahrscheinlich heißen. Aber ich habe sie nicht gestohlen, also, nee, ich habe sie nicht gestohlen, gar nichts habe ich gestohlen. Ja, das stimme ich zu, wenn sie alles noch auf Japanisch geschrieben hätten in den Chatboxen. Aber ich glaube, später kommt auch noch, so wie ich das von den Screenshots gesehen habe, man soll ja wirklich wie ein absoluter Anfänger bei Null hier anfangen. Und so nach und nach kommt auch ein bisschen Japanisch rein, wo dann einige Sachen, glaube ich, nur noch auf Japanisch geschrieben sind. Also es soll einen auch nach und nach
immer weiter ranführen. Also so sah es zumindest für mich von den Screenshots aus. Schauen wir mal. Aber das alles liegt jetzt hinter uns. Wir hatten... Ja, wir haben uns vorhin köstlich darüber amüsiert. Aber du hast daraus einen Kürbiskuchen gemacht und ihm jeden in dem Dorf gegeben. Genau, das ist backen, nicht stehlen. Es ist gut zurück zu sein. Backen, nein. Oh Mann. Das scheinen also unsere Hauptcharaktere zu sein. Claire, Erik und... Jetzt habe ich den Namen von Blondie schon wieder vergessen. Leon war es. Leon? Na gut. Auf jeden Fall scheinen wir jetzt sie zu spielen. Schauen wir mal. Ach, es ist so ein wundervoller Tag. Und... Clear Skies? Aber es schneit doch. Also ist doch gar kein klarer Himmel. Also klarer Himmel und der wunderbare, reine, weiße Schnee überall. Einfach wunderbar. Da ich ein paar Erledigungen zu tätigen habe, sollte ich besser nicht, ich schätze mal, zögerlich sein. Also, wie kann man sagen, nicht allzu, trödeln ist es genau, oder? To tarry, zögern, säumen, weilen oder verweilen. Ah, okay. Wo sollte ich als erstes hingehen? Ich muss das Mikrofon ein bisschen schieben, dass ich besser an die Tastatur rankomme. Ich weiß nicht, ob dann gleich mit Tastatursteuerung ist oder mit Maussteuerung. Entschuldigung, Miss. Dürfte ich einen Moment Ihrer Zeit haben? Ah, ein Fremder? Den habe ich noch nie zuvor gesehen. Hallo, werter Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Erzähl mir mal bitte etwas. Verstehst du mich, wenn ich sage Konnichiwa? Nein, es tut mir leid. Das habe ich nicht verstanden. Das ist aber schade. Was ist denn mit dem Kerl? Was für eine seltsame Sprache spricht er da? Mir ist gerade aufgefallen, eine Sache war da eigentlich schon falsch bei diesem ersten Konnichiwa, weil das Wa von Konnichiwa wird nicht mit dem Hiragana für Wa geschrieben, was wir da gerade auch gesehen haben, sondern eigentlich mit dem Hiragana Ha. Aber mal sehen, vielleicht kommt das ja später noch. Gut, dann hat Rico nichts gesagt. Na, mal sehen. Wie gesagt, ich weiß es ja auch nicht genau. Ich wollte mich nicht zu sehr spoilern. Ich habe nur die Screenshots eben bei Steam ein bisschen mal angeguckt. Sonst überhaupt nichts weiter, um mich auch überraschen zu lassen, was das Ganze hier bringt. Dann, ja, leben Sie wohl. Sayonara. Hä? Magie? Ich spüre, dass er was Böses im Schilde führt. Ich muss ihm folgen. Wie willst du ihn folgen, wenn er sich vor deinen Augen wegteleportiert hat und du keine Ahnung hast, wohin? Wie willst du das anstellen? Huch. Es ist zu einfach, solche kleinen Ländereien wie diese einzunehmen. Es gibt ja überhaupt keinen Widerstand. Halt! Wieso? Du darfst das nicht machen. Ich sehe hier niemanden, der mich aufhalten möchte. Oder zumindest versucht, mich aufzuhalten. Und du könntest mich auch gar nicht aufhalten, selbst wenn du es versuchen würdest. Herr, ich werde dir dein kleines, grinsiges Lächeln da von deinem Gesicht waschen. Was? Die drei Fragezeichen erscheinen. Das erinnert mich vom Artstyle her fast ein bisschen an Rüssetier irgendwie, so wie sie sich da bewegt und wie der Charakter aussieht. Frag mich, ob's nur mir so geht. Mutig bist du, mein Mädchen. Aber wie dem auch sei, du wirst mir keinen um den Finger wickeln können. Nein, du wirst nicht in der Lage sein, mich auch nur zu berühren. Wenn du nicht einmal Japanisch verstehen kannst, dann... wird es dir auch nicht möglich sein, meine Magie zu entwirren, zu dispel, wie kann man das, also sie zu überwinden oder sie zu negieren. Ja, Japanisch? Redet er von diesen seltsamen Worten, die er zuvor gesprochen hat? Na dann, wollen wir doch mal schauen, was du gegen meine Hiragana-Krieger anrichten kannst. Die drei Fragezeichen haben Alliierte hinzugerufen. Die feindlichen Hiragana-Warrior schlagen zu.
Ich meine, sie sind stark. Was zum Teufel sind das für Dinger? Nein, das ist unmöglich. Ich kann nicht. Wir können also attackieren, Guard, Item. Haben wir irgendwelche Items? Nein, haben wir natürlich nicht. Können wir attackieren mit einem Punch? Aber das wird wahrscheinlich nichts bringen. Wir können ja keinen Finger rühren oder wir können ihn nicht anfassen oder nichts entgegensetzen. Die drei Fragezeichen sind eigentlich rot, weiß, blau. Ist das irgendeine Anspielung, die ich nicht verstehe? Die drei Fragezeichen rot, weiß, blau. Rot, weiß, blau. Ich versuche gerade zu überlegen, was mir das sagt. Auf jeden Fall punchen wir jetzt erstmal die A oder I's. Dann versuchen wir mal ihn direkt. Was? Die drei Fragezeichen haben keinen Schaden genommen. Wieder gegen 15. Ah! Huh! Es ist zwecklos. Gibst du auf? Siehst du, dass deine Attacken keinen Effekt haben bei meinen Hiragana-Kriegern? Ich habe ja auch gerade nicht versucht, die anzugreifen, sondern dich, du Depp. Der einzige Weg, wie du mich jemals besiegen könntest, ist, meine Sprache zu verstehen. Warum sagen Bösewichter immer, wie man ihre Fähigkeiten oder keine Ahnung was überwinden kann? Also warum muss man immer verraten, das Einzige, was du tun kannst, um mich zu schlagen, ist mich zu schlagen oder so. Aber du wirst niemals Japanisch lernen. Es ist Zeit, dem ein Ende zu setzen. Goodbye, sayonara. Er hat Expel gecastet. Also Expel ist ja eigentlich wie to be expelled ist verwiesen werden, Verweis oder irgendwie sowas. Nun gut. Keiner weiter mehr an meinem Weg. Und dieses Dorf ist so gut wie erobert. Es ist Zeit, zum nächsten hilflosen Dorf weiterzuziehen. Ich kann es nicht glauben. Er ist so stark. Er hat gesagt, um ihn zu besiegen, muss ich Japanisch lernen. Mehrere Wochen sind vergangen seit jenen schrecklichen Ereignissen in dem Dorf. Claire, unsere Heldin, hat unendlich viele Stunden damit verbracht, den anderen zu helfen, um das Dorf wieder aufzubauen. Der mysteriöse Japanisch-Magier hat viele seiner Hiragana-Krieger in diesen Landen zurückgelassen, vor allem um das Dorf herum. Aber Claire hat sich einen Plan ausgedacht, um sie zu besiegen. Okay, alle mal herhören. Heute ist der Tag, wo wir damit beginnen, gegen die Hiragana-Kämpfer zurückzuschlagen. Ich habe viele Stunden damit verbracht, die japanische Sprache zu studieren, die wir lernen müssen, um die Magie des Magiers dagegen ankämpfen zu können. Justus, Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Deutsche Hörspiele aus den 80ern waren super gut zum Einschlafen. Ah. Kenne ich gar nicht. Das liegt daran, dass ich zwar dann wirklich wohl eher ein Kind der 90er bin. Am Ende der 80er bin ich ja gerade mal 88 geboren. Da fühle ich mich jetzt wieder auf einmal wieder jünger im Gegensatz zu vorher. Vorhin, wo es mit dem Game um den Gameboy ging. Ja. Habe ich jetzt aus Versehen zu weit geklickt? Na gut. Ich werde einen Brief in die Hauptstadt senden und um Hilfe bitten bei unserer Herausforderung hier. Die große Bibliothek sendet uns einige ihrer besten Wissenschaftler oder Forscher, um uns zu helfen. Ah, es sieht so aus, als wäre sie gerade angekommen. Ja, Entschuldigung, man kann nicht alles kennen, Rico. Tja, sie soll dann wahrscheinlich eine Japanerin sein, die uns jetzt nach und nach die Hiragana beibringen wird. Zumindest wirkt sie so ein bisschen asiatisch vom Flair her, also sehr Anime-Style-artig mit schwarzen Haaren und den Augen und so. Nein, ich habe keinen Schluck genommen. Hallo, du musst Misaki sein. Ich bin Claire. Es ist schön, dich kennenzulernen. Es freut mich auch, dich kennenzulernen, Claire. Ich wurde über eure Situation informiert. Danke, dass du extra kommst, um uns zu helfen. Ah, das mache ich doch gerne.
Und, naja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ich bin Japanerin. Genauso wie dieser seltsame Magier, der diesen ganzen Schaden hier angerichtet hat. Bitte denkt nicht, dass wir gleich wären oder schmeißt uns nicht in ein Boot. In Wahrheit ist er ein böser Magier namens Nobulo, so rum. Und ja, meine Leute oder wir haben schon lange versucht, ihn zu besiegen, seit Generationen. Und, as you have gathered, jetzt wo ihr euch versammelt habt, müsste es nicht eher as you have guessed sein, also wie ihr richtig vermutet oder so? Aber, naja, gut. Übersetzen wir mal so, wie es ist. Jetzt, wo ihr euch hier versammelt habt, der einzige Weg, um die Hiragana-Krieger zu zerstören, ist, die er beschwört ist, das Wissen über die japanische Sprache zu benutzen. Und deswegen, von heute an, werde ich eure Japanischlehrerin sein. Oh, vielen Dank, dass Sie, bitte, ja, bringen Sie uns alles bei, was Sie wissen. Natürlich. Als erstes sollten wir irgendwo nach drinnen gehen, wo es warm ist. Dann fangen wir mal an. Vielen Dank an euch alle, dass ihr euch freiwillig dazu bereit erklärt, zusammen mit Claire zu lernen. Ach, kein Problem. Ich möchte nicht sehen, dass diese Stadt nochmal jemals wieder in irgendwelche Schwierigkeiten gerät. Ich werde Japanisch lernen und jeden einzelnen dieser Hiragana-Krieger den Garaus machen. Vielen Dank, Erik. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Auf mich kannst du auch zählen, weißt du. Ich möchte auch Japanisch lernen und in Zukunft nach Japan reisen. Gute Idee, Leon. Japan ist ein unglaublicher Ort. Voll wunderschöner Szenerie, Landschaft und wundervoller Leute. Und ich schätze mal auch lieblichen Damen. Darauf könnte ich wetten. Mal kurz in den Chat schauen. Stimmt, ja. Total, Mary aus Grimgar, jetzt wo du es sagst. Mithilium, sie sieht wirklich unglaublich ähnlich. Sakurachi kennt die ganzen Sachen mit den drei Fragezeichen da. Ist Misaki nun ein Frauen- oder ein Männername oder für beide Geschlechter? Ich habe Misaki eigentlich bis jetzt immer als Frauenname kennengelernt. Also auch eine von meinen Tandempartnerinnen heißt Misaki. Aber vielleicht ist das so was ähnliches wie Nagisa oder Makoto, also etwas, was durchaus für beide Geschlechter benutzbar ist. Aber da bin ich überfragt. Ach Mensch, Leon, konzentrier dich doch mal. Ach, tut mir leid. Okay, dann bitte eure Aufmerksamkeit. Als erstes werde ich euch einen kurzen Überblick darüber geben, was wir lernen werden. Also bitte gebt Acht. Und ich habe gewusst, dass ich es brauchen werde. geht sicher, dass ihr einen Notizblock und einen Stift dabei habt. Sich Notizen zu machen, ist der wichtigste Schritt zum Erfolg. Damit meine ich dich, Spieler. Also, los, nimm dir einen Stift und ein Notizheft. Ich werde warten. Keine Sorge, alles schon hier. Gut, weiter. Nun denn, fangen wir mit einer Einführung in die Sprache an. Die japanische Sprache hat ein einzigartiges Schriftsystem, welches aus drei verschiedenen Arten von Zeichen besteht. Und diese Sets an Zeichen sind bekannt als Hiragana, Katakana und Kanji. Hiragana ist sozusagen das Standardset an Zeichen und indem man Hiragana benutzt, kann man im Prinzip jeden möglichen Satz auf Japanisch kreieren. Und deswegen werden wir uns jetzt vor allem auf Hiragana konzentrieren während unseres Abenteuers. Die anderen zwei Character Sets, also Zeichensätze, die Katakana und Kanji, sind ein bisschen anders. Katakana werden fast ausschließlich benutzt, um Fremdworte zu benutzen oder Wörter aus Fremdsprachen. Und Kanji sind komplizierte oder sehr komplexe Zeichen, die aus den chinesischen, Bildzeichen entnommen oder entlehnt sind. Kanji sind ziemlich fortgeschritten, aber sie zu lernen ist sehr, sehr, ja, rewarding. Also bringt sehr viele Vorteile mit sich oder sehr viel, man kann sehr viel draus ziehen. Aber zurück zu den Hiragana. Es gibt 46 grundlegende Hiragana-Zeichen und jede wird benutzt, um einen ganz bestimmten Klang oder eine Silbe zu bilden.
und man kann weitere 25 Hiragana zusätzlich erschaffen, indem man kleine Striche an bestimmte von diesen Zeichen hinzufügt. Aber das werden wir dann on the run sozusagen lernen. Eine neue Sprache zu lernen, das kann sehr anstrengend sein. Wenn man das Gefühl hat, ja, überwältigt zu werden, sollte man sich eine Pause nehmen und wieder mit einem frischen Gedankenset oder mit einem frischen Geist wieder später anfangen. Und mit Geduld und Mut kann man alle Hiragana lernen. Also, erinnere ich dich daran, ganz viele Notizen zu machen, während wir hier spielen. Und schau auch immer wieder über deine Notizen jeden Tag drüber. Und schon bald wirst du alle Hiragana in dein Gedächtnis imprägnieren. Okay, hast du deinen Notizblock und Stift bereit? Wir werden jetzt die ersten 5 Hiragana-Zeichen lernen. Ich benutze jetzt mal, weil es anstrengend ist, immer dauerhaft in Frauenstimmen zu reden, benutze ich jetzt für diese Tutorial- oder Erzählersachen dann immer mal meine möglichst normale Erzählstimme, wie ich sie jetzt so habe. Damit, weil ich nicht weiß, wie lange der Stream gehen wird und wie viel ich noch in monströses Lachen und keine Ahnung was synchronisieren muss, ein bisschen auch zwischenzeitlich mal schone und im Normalton spreche. Nur so als kleine Ausrede nebenbei. Ich werde euch jeden Charakter einzeln vorstellen und euch beibringen, wie man ihn schreibt und ausspricht. Und am Ende dieses Kapitels werden wir ein Quiz haben, also gebt euer Bestes! Und nach dem Quiz werden wir uns außerhalb, außerhalb des Dorfes begeben. Das klingt auf Deutsch irgendwie komisch. Um einige der Hiragana-Krieger zu bekämpfen. Einen zweiten Monitor und Editor. Ja, es geht natürlich auch. Aber die Anweisungen von der Lehrerin lauten Notizblock und Stift. Und man muss immer das tun, was die Lehrerin sagt. Vor allem, wenn es so eine hübsche Lehrerin wie Mary aus, die so aussieht wie Mary aus Grimgar. Oder mit anderen Worten, Best Girl aus Grimgar. Okay, die ersten 5 Zeichen, die wir. Are known as short vowels. Die sind bekannt als sozusagen Kurzvokale. Und diese Kurzvokale sind A, I, U, E, O. Und jetzt stehen sie hier da. Ihr könnt sie hier sehen. Und lasst sie uns nach und nach durchgehen. Das war jetzt ein sehr kurzes A. tja, das ist das A oder A. Es ist gleichbedeutend oder deckungsgleich mit dem Vokal A im Englischen. Die Aussprache des Ganzen ist A. Natürlich wird das Ganze jetzt, die Aussprache und so weiter, auch mit dem Englischen verglichen. Und manchmal ist die Aussprache im Englischen auch ein bisschen anders als auch von Vokalen oder von diversen Silben, als es jetzt im Deutschen der Fall ist. Und ich finde, phonetisch ist das Deutsche sowieso ein bisschen näher am Japanischen als das Englische. Deswegen kann es manchmal sein, dass ich das dann trotzdem vom Deutschen ausgehend oder so hier ein bisschen vorlesen werde. Nach außerhalb des Dorfes, okay. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Vor allem, wenn es jetzt um Japanisch in Englisch geht, auf Deutsch übersetzen hier. Mein Gehirn wird Brei sein, glaube ich, nach dem Stream. Nun gut, weiter geht's. Da haben wir es nochmal kurz gehört. A ist ein Kurzvokal. Und dann üben wir mal, ihn zu schreiben. So, da sehen wir, aus 3 Strichen besteht das Ganze. Noch einmal. Das soll man jetzt wahrscheinlich dann parallel dazu auf dem Blatt machen, den man hier vor sich hat. Jetzt bist du dran. Es ist eine gute Idee, die Zeichen mehrmals zu schreiben. Schreibe sie klein und groß, verschieden und irgendwann bist du perfekt drin. Und hier noch ein paar Tipps für dich. Die horizontale Linie ist leicht geschwungen. Du solltest dieses Zeichen mit 3 unterschiedlichen Strichen schreiben. Ah, und dann können wir hier nochmal hören, wie das Ganze klingt und nochmal die Schreibanimation sehen, wie wir es jetzt schon mehrmals hatten. Da ich ihr öfters mal reingequatscht habe, mache ich mal ganz kurz. Sorry, das musste sein. Dann schauen wir uns das nochmal an. Ja, genau so sieht's aus. Hier haben wir also das A. Gut, schätze mal, das haben wir doch drauf. Also,
Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, blöd, das zu spielen, wenn man jetzt schon viele, viele Jahre Japanisch gelernt hat. Im Prinzip müsste man das wirklich aus der Sicht von jemandem spielen oder müsste das jemand spielen, der wirklich noch absolut gar keinen Plan von Japanisch überhaupt hat, dieses Spiel durchspielen und schauen, wie viel er wirklich mitnimmt dann von den Hiraganern, dem Schreiben, wie viel am Ende nach dem ganzen Spiel übrig bleibt. So eine Person könnte dann tatsächlich auch besser beurteilen, ob dieses Spiel auch tatsächlich einen guten Effekt bringt. Ich kann jetzt im Prinzip nur sagen, ob ich es irgendwie für interessant, lustig und motivierend halte, es zu spielen. Was bis jetzt durchaus der Fall ist, aber wir sind ja immer noch ganz am Anfang. Deswegen machen wir mal weiter. Hentai. Ja, bin ich. Was dagegen? ob das Spiel auch den typischen Anime-Boob-Grab hat. Puh, auch in einem Language-Spiel würde ich das mal nicht vermuten, weil das ja auch irgendwie offiziell gefördert ist von dieser Seite, die da in dem Startbildschirm mit drin ist. Also, dass sie sich auf so ein Niveau herablassen, wage ich zu bezweifeln. Dann machen wir mal weiter. Genau, dann mach dich fertig für das nächste Zeichen. I oder, also das hier ist das I auf Japanisch oder eben I. Also es ist gleichbedeutend mit dem Vokal I im Englischen. Und man spricht es eben aus wie, ja, bei viel zum Beispiel oder bei eel. Also das I ist da eher beim Englischen dran mit Doppel-E. Aber bei uns ist es eher wie zum Beispiel bei der Stadt Kiel oder so mit IE meistens. Oder einem einfachen I. Gibt es auch irgendwas, überlege ich mal kurz. Na, eher wie ein IE bei uns, würde ich immer vermuten. I ist ein Kurzvokal. Und dann üben wir mal, ihn zu schreiben. 1, 2. 2 Striche. Noch einmal. 1, 2. Genau. Und jetzt übe bitte dieses Zeichen zu schreiben. Noch einige Tipps. Die erste Linie ist ein bisschen länger. Und beide Linien sind leicht abgerundet. Ich gucke mal kurz in den Chat, weil da sehe ich was Längeres. Mal eine Frage, was das Lesen angeht. Hast du auch Mühe, wenn man spezielle Schriftfonts oder auf spezielle Art geschrieben ist? Ich habe dann viel Mühe, das entsprechende Zeichen zu identifizieren. Ja, es gibt da auch empfohlene. Da gehe ich mal ganz kurz ins Dashboard hinten rein. Ich glaube MSP Mincho und MSP Gothic oder so. Gothic. Ich glaube, das sind die empfohlenen. Oder wenn ich jetzt mal ganz kurz gucke bei mir in Word. Das sind so empfohlene, um dann, wie kann man sagen, also japanische Zeichen zu schreiben oder die in den Schriftarten zu nehmen, weil die Schriftarten am besten darauf ausgelegt sind, eben die südostasiatischen Zeichen einschließlich Kanji und eben die Kana vom Japanischen darzustellen. Ich guck mal ganz kurz. MSP Mincho war es. MSP Mincho, habe ich richtig? Was war das andere? MSP Gothic müsste, glaube ich, aber auch stimmen. MSUI Gothic? Nee, das war doch anders. Guck ich nochmal ganz kurz. MSP Gothic. Genau. Die beiden sind eigentlich immer die empfohlenen Schriftarten. Es kann tatsächlich sein, dass bei manchen Schriftarten es sehr seltsam aussieht. Bei manchen sieht zum Beispiel auch das Ki anders aus. Manchmal ist es durchgezogen, dann dieser letzte Strich unten. Vielleicht kann ich das dann sagen, wenn wir dann zu den Zeichen kommen. Oder beim Sa ist es zum Beispiel auch der Fall. Aber wenn ich dran denke, falls wir heute noch zu den Zeichen kommen, erwähne ich das an der entsprechenden Stelle nochmal. So. Ja. Ja, du musst mir nicht so sehr sagen, wie eklig ich bin. Ich weiß, dass ich I bin. So, schauen wir uns noch einmal die Animation an, weil es so schön war. Und damit haben wir das I. Mach dich bereit für das nächste Zeichen. U. Das hier ist das M oder eben U. Es ist gleichbedeutend mit dem Vokal U im Englischen. Und die Aussprache des Ganzen ist U. Also U. Ach, wie bei cool beispielsweise. Cool. Ja, Tatsache, cool. Ja, kommt hin. U ist ein Kurzvokal. Dann üben wir ihn mal zu schreiben. 1, 2. Noch einmal. 1, 2.
Tja, und jetzt übe mal mit diese Zeichen zu schreiben. Einige Tipps. Das ganze Zeichen ist ziemlich von oben nach unten gestreckt, also vertikal lang. Und, achso, geh sicher, dass du den oberen Strich richtig tiltest. Was auch immer hier mit Tilt jetzt exakt an der Stelle gemeint ist, was könnte es denn sein? Richtig neigst oder kippst. Ach, wahrscheinlich, dass es von oben links wirklich nach unten rechts geht und nicht irgendwie andersrum. Dann hören wir uns auch hier mal nochmal die Pronunciation an. Ö. Wie klingt das, wenn man es ganz oft hintereinander macht? Das muss ich jetzt, glaube ich, bei jedem Zeichen ausprobieren. Tut mir leid, nehmt es mir nicht übel. Da verbinde ich irgendwie keine besonderen Emotionen mit. Naja, machen wir mal weiter. Und mach dich bereit fürs nächste Zeichen. E. Das E, also E, ist gleichbedeutend mit dem Vokal E im Englischen, also mit dem I. Ich müsste es wahrscheinlich I aussprechen. Und die Aussprache des Ganzen ist wie ein E. E? Was sagst du da? E? E? E. Ist ein Kurzvokal. Dann üben wir ihn mal zu schreiben. Strich 1 und Strich 2. Das ist ein einziger Strich. Noch einmal. Strich 1 und Strich Nummer 2. Jetzt übe bitte, dieses Zeichen zu schreiben. Einige Tipps. Ja, wieder das obere ordentlich richtig hinkippen. Und genau, das ganze Zeichen wird in nur 2 Strichen geschrieben. Gut, sollte es zum Aussprechen reichen. Und bereit für den nächsten und der letzten. Ich glaube, damit müssen wir schon beim 5. sein. Dann haben wir bald die erste Hinakana-Lernrunde hinter uns. Das hier ist das O. Ich weiß ja nicht, ob jetzt wirklich jemand im Stream dabei ist, der jetzt tatsächlich noch nie die Hinakana gelernt hat und hier auch tatsächlich live mitmachen möchte. Wenn ich entweder zu schnell oder zu langsam bin, also ihr wirklich auch irgendwie versuchen wollt, es tatsächlich handschriftlich aufzuschreiben. Also falls jetzt irgendwer aktiv mitmacht, schreibt mir das bitte im Chat, dass ihr vielleicht wirklich mal eine Minute braucht oder sagt, wenn das Tempo zu schnell ist oder zu langsam, wenn ich ruhig schneller machen kann oder so, dann ja, zögert das nicht, mir mitzuteilen. Ah, Moment. Wenn ich das richtig sehe, läuft der Stream noch? Bei mir auf dem Handy ist der Stream gefreezed. Das irritiert mich jetzt ein wenig. Ich lade nochmal neu, sicherheitshalber. Ja, heißt der Stream ist gefreezed, nehme ich an? Also, läuft noch. Oh, okay. komisch, warum es denn bei mir nicht geht hier. Oder liegt es daran, dass ich mein Datenvolumen jetzt verbraucht habe und der mit... ich bin beim Handy übers Datenvolumen hinaus, deswegen macht er den Stream jetzt nicht mehr ordentlich. Na, super. Na gut, solange der Chat noch läuft, das ist das Wichtigste, dass ich euch noch immer nebenbei lesen kann. Gut. Ja, ich will in den Chat, sei im Chat mit dabei, verbinden. Ich war doch verbunden. Na gut, jetzt gucke ich nur, falls erstmal, bis er sich wieder verbunden hat im Dashboard bei mir hier am Rechner. Gut, dann meldet euch sofort, wenn irgendwie was nicht mehr funktioniert. Gut. Genau, ich hatte ja gefragt, also wenn ich langsamer oder schneller machen soll, abgesehen davon, dass ich jetzt gerade nochmal technisch hier kurz Angst hatte, dass der Stream irgendwie stockt, sagt mir da, was das angeht, auch durchaus gerne Bescheid. Gut, O ist wie O im Englischen und die Aussprache ist O. O, genau. Ist ein Kurzvokal, also üben wir ihn mal. Ein Kurzvokal, also üben wir ihn mal. Oh, Reim. Genau, wie wir sehen, mit 3 Strichen. Gleich sehen wir es nochmal, wahrscheinlich. Genau, noch einmal. Eins, zwei, drei. Gut, ich dürfte wieder im Chat sein, auch auf dem Handy. Super. Dann hören wir uns mal ein paar Mal hintereinander das Ganze an. Das klingt wie so ein bisschen... Oh, du hast aber ein schönes Gesicht. Oh,
dein Sushi sieht aber sehr lecker aus. Oh. Naja, hör mal auf. Ups. Ich meine, machen wir weiter. Achso, die Tipps habe ich noch nicht vorgelesen, genau. Dieser hier ist ein bisschen tricky. Man macht ihn mit nur 3 Strichen. Die vertikale Linie befindet sich... Is left to the center of the character. Hä? The vertical line is to the left... Achso, ah, die vertical, ich war gerade bei horizontal. Also diese vertikale Linie, die von oben nach unten geht, ist eher in der linken Hälfte von dem Zeichen oder von dem Gesamtzeichen. Das ist sowieso etwas, was mich wundert, dass es hier nicht erwähnt worden ist. Es gibt auch so richtiges Kästchenpapier zum Üben für Schriftzeichen. Also, dass man wirklich versucht, im Quadraten möglichst zu bleiben beim Schreiben und Üben von Zeichen. Das ist etwas, was ich auch empfehle. Also, am besten macht sich tatsächlich kariertes Papier und dann für den Anfang irgendwie so dann 4 Kästchen dann zu nehmen und versuchen wirklich alle Zeichen auch in so einem Kästchenmodell erstmal so lange zu üben, bis die Hand sich dann automatisch dran gewöhnt, wie ungefähr der Aufbau ist. Immer schön von oben nach unten schreiben, genau. Von links nach rechts und oben nach unten. Mit dann und wann mal Ausnahmen, wenn bestimmte Striche ein bisschen gekippt sind und so weiter. Aber das ist dann eher bei den Kanji der Fall und so weit kommen wir ja in dem Spiel nicht. Weiter geht's. Oh, ja. Oh. Weil es der Tjorben gerade nochmal gepostet hat, musste nochmal sein. Yay, wir haben die ersten 5 Hiragana! Gut gemacht bis hierher. Diese 5 Charaktere, ich will mal Charaktere sagen, aber es bedeutet hier ja Zeichen. Also diese 5 Zeichen, A, I, U, E, O, ja, machen die Basis, Vokale des Hiragana-Systems auf. Du kannst sie als, ja, gleiche oder als Äquivalente des Englischen A, I, U, E, O denken. Also A, I, U, E, O. Und damit ist unsere erste Stunde, vorbei. Oh, wir dürfen speichern. Stimmt, ich habe gar nicht geguckt, ob man überhaupt frei speichern kann. Ja, Campus hat ganz gute Hefte, von denen habe ich auch immer mal ein paar gehabt. Das bringt uns also zum Ende der ersten Stunde. Und wir speichern natürlich, genau. Du hast Lehrbuch 1 erhalten, nehme ich mal an. Ah, wir können also die sozusagen mit dem Lehrbuch Nummer 1 in den Items, was wir jetzt haben, dann schnell nochmal in diese Lektion zurückgehen und wenn wir was verlernt haben, die und den Unterricht nochmal machen. Und wie fandet ihr den Unterricht? Oder wie kamt ihr mit dem Unterricht klar? Gut, denke ich. Aber es scheint eine ganze Menge sein, was man hier gleich lernen muss. Ja, ich habe euch schon ziemlich viel Informationen gegeben, an die ihr euch erinnern müsst. Das Beste ist, dass man immer mal übt zu schreiben und die Charaktere... ich sag schon wieder Charaktere, also die Zeichen laut auszusprechen. Genau, also geht... oder stellt... Ach, Deutsch. Nein, euer Stream stockt nicht, keine Sorge. Wie man das ausdrücken kann. Be sure to do something. Stelle sicher, dass ihr etwas macht. Also stellt sicher, dass ihr die Aussprache perfekt hinbekommt. Denn das wird auch ein sehr großer Part oder ein wichtiger Teil dessen sein, japanische Wörter zu formulieren. Oder zu kreieren. Misaki, ich hab da mal ein paar Fragen. Ja, ich auch. Ich beantworte gerne eure Fragen, bevor wir ein Quiz machen. Was möchtet ihr denn gerne wissen? Nun ja, wir haben bis jetzt 5 Zeichen gelernt. Aber es scheint nicht so, als könnte man irgendwelche japanischen Wörter mit diesen Zeichen machen. Was soll denn das? Naja, die Zeichen, die ihr bis jetzt gelernt habt, sind alle Vokale. Und um japanische Wörter zu bilden, müssen wir auch noch einige Konsonanten lernen, das stimmt. Aber die werdet ihr dann in einer der nächsten Stunden lernen. Misaki, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, diese Zeichen ordentlich hinzuschreiben. Die sind einfach so anders als englische Buchstaben. Was soll ich tun? Naja, Übung macht den Meister, Leon. Und die Strichreihenfolge ist wahrscheinlich der wichtigste Teil des Schreibens. Später, wenn ihr euch nochmal diese Unterrichtsstunde hier anschaut, dann schaut nochmal die Animation
einmal mehr an und erinnere dich oder präge dir die Strichreihenfolge ein. Habt ihr noch weitere Fragen, Jungs? Alles gut, Claire. Vielen Dank, Misaki. Großartig. Dann machen wir doch mal ein erstes Quiz. Ich muss austesten, was ihr bis jetzt gelernt habt, bevor wir uns aufmachen, um die Hiragana-Krieger zu bekämpfen. Also, seid bereit. Hier, jetzt geht's los. Danke, Hydrace, für Stellsicher. Das kam dann im Chat, ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen, kam dann wahrscheinlich so 2 Sekunden, nachdem es mir dann selbst noch eingefallen ist. Es ist ja dummerweise mit so 15, 20 Sekunden Zeitverzögerung, bevor das, was ich hier mache, bei euch ankommt. Und bis dahin muss ich dann immer versuchen, selbst irgendwie einigermaßen mein Gehirn zu betätigen. Was für ein Zeichen ist das hier? Was könnte es wohl sein? Ist es ein E? Ist es ein A? Ist es ein O? So sollte das gar nicht klingen. Was passiert eigentlich, wenn wir falsch antworten? Wenn wir jetzt 5-mal irgendwie das Falsche sagen? Das will ich eigentlich mal wissen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das ist ein... Oh, jetzt kommt es hier im Chat. Da will ich sowieso mal allgemein in den Chat fragen, weil vorhin auf die Frage mit dem schneller oder langsamer machen keiner beantwortet hat. Ich wähle Z mit Helium. Könnt ihr denn tatsächlich schon alle, mindestens die Hiragana, die ihr gerade zuschaut hier bei dem Spiel und die ihr im Chat unterwegs seid? Das würde mich sowieso mal brennend interessieren, ob es für irgendwen wirklich gänzlich neu ist, was wir jetzt hier machen. Weil wenn es für jemanden wirklich gänzlich neu ist, dann will ich immer nicht zu schnell die Lösungen im Vorfeld verraten oder mit der Maus aus Versehen draufgehen. Oh, Tjorben tatsächlich noch nicht. Gut, dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen und nicht zu schnell die Lösungen machen. Und immer noch mal so eine halbe Minute abwarten und irgendwelchen Scheiß drum rumlabern bei den nächsten Quizfragen und euch im Chat die Zeit lassen zu antworten. Und dann nehme ich das, was ihr auf jeden Fall sagt. Und da 2-mal das A kam, nehmen wir natürlich auch das A. Richtig, gut gemacht. Frage Nummer 2. Welches Zeichen ist das hier? Na gut, selbst für die, die vielleicht erst noch ein bisschen gelernt haben, wie der Ver 0S oder Verus, ich weiß nicht genau, wie man dich ausspricht, guten Abend, sei gegrüßt. Du kannst die ersten 25 Hiragana, dann, wenn hier wirklich welche dabei sind, die noch gar nicht gelernt haben oder die erst ein paar Zeichen können, auch zur Wiederholung ist vielleicht nicht schlecht, deswegen warte ich mal wieder ab. Hydrace kann Hiragana und Katakana lesen, aber nicht wirklich fiesen, also bin ich auf dem Level noch blutiger Anfänger. Naja, wenn dieses Spiel vielleicht doch ein bisschen was bringen kann, dann würde mich das freuen. Ich schätze mal, das ist natürlich im Rahmen jetzt hier von so einem Spiel recht langsam, aber vielleicht doch auch eine ganz schnelle Methode, sie zu lernen mit Motivation. Wir haben 2-mal E. E ist geboten zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Korrekt, gut gemacht. Frage Nummer 3. Welches Zeichen ist das hier? Das ist jetzt auch noch das allererste Quiz. Ich kann mir vorstellen, dass es später doch deutlich schwieriger wird, also mit je mehr Zeichen man dann gelernt hat. Es sind ja immerhin 46, wie wir gelernt haben, plus 25 Zusatzvarianten. Und das ist eben doch schon mal allein das, die Silbenschrift schon ein bisschen mehr als das deutsche Alphabet. Einmal wird U geboten, 2-mal wird U geboten, 3-mal wird U geboten, 4-mal wird U geboten. Möchte jemand einen Telefonjoker nehmen? Ich nehme mal noch einen ganz kurzen Schluck Bier. So. U zum ersten, U zum zweiten und U zum dritten. Richtig, gut gemacht. Frage Nummer 4. Diesmal ist die Frage ein bisschen andersrum. Welches ist das Zeichen für den englischen Vokal O? Hier könnt ihr es am besten antworten, wenn ihr nicht Japanisch schreiben könnt, macht ihr mit oben, Mitte, unten am besten. Oben, Mitte, unten oder 1, 2, 3, je nachdem. Okay, das das erste zum ersten, zweiten, dritten, vier, fünfmal Nummer 1, beziehungsweise oben. Okay. Da scheint sich doch sehr einig zu sein. Dann nehmen wir natürlich das O. Korrekt, richtig. Frage Nummer 5.
Welches dieser Zeichen ist für den englischen Vokal I? Ist es das obere? Ist es das mittlere? Oder ist es das letzte? Da kommen die ersten Antworten. Die ersten Antworten trödeln klingt irgendwie so negativ. Das zweite, 2, 2, 2, 2, 2. Damit habt ihr natürlich auch recht. Die 2 ist es. Korrekt, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das erste Quiz überstanden. Yeah, wuhu. Ach, trudeln, genau, trudeln, nicht eintrödeln. Deswegen war das so komisch, die trudeln ein. Oh, echt schlimm, Deutsch. Gut gemacht, ihr alle. Oh, das war easy. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich schätze, dass ihr in der Lage seid, die ersten Hiragana-Kämpfer im Kampf herauszufordern. Die Hiragana-Kämpfer, die unmittelbar um das Dorf herum sind, sind ziemlich schwach. Mit dem Wissen, was ihr jetzt habt, denke ich, dass ihr sie besiegen könnt. Wir werden uns die größeren und stärkeren Hiragana-Krieger nach den zukünftigen Unterrichtseinheiten vornehmen. Immer einen Schritt nach dem anderen. 1, 2 oder 3. Letzte Chance ist vorbei. Ah, war das mit dem Glücksrad damals? Die Glücksrad-Sendung? Es war ein Glücksrad gewesen, oder? In den 90ern lief... Bis welches Jahr lief das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Das habe ich als Kind manchmal noch geguckt. Genau wie diese... Auf RTL lief doch damals diese 100 Leute haben wir gefragt. Familienduell war das, ne? Ah, sowas waren gute Shows im Fernsehen. Ha. Es war nicht das Glücksrad. 1, 2 oder 3... Ja, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wie hießen die Show dazu? Ich weiß es nicht mehr. Die mit den drei Toren. Na gut, auf jeden Fall ist eine Kindershow. Ich habe Erinnerungen dran, Fetzen in meinem Kopf. Aber die spiele ich mir wahrscheinlich mit dem Bier hier nebenbei gerade runter. Aber wir machen mal weiter im Game hier. Okay, weiter geht's. Also folgt mir alle in die Vorgebiete, unmittelbar Nahgebiete des Dorfes. 1, 2 oder 3 hieß das einfach. Okay. Es ist an der Zeit, das Spiel oder die Welt zu erkunden. Ich brauche tatsächlich die Tastatur. Dann muss ich mal hier ein bisschen am Mikrofon vorbeigreifen und die Tastatur ein bisschen rumschieben. So. Mit Escape komme ich ins Menü. Scheinbar kann ich auch jederzeit speichern. Mit Enter... kann ich blablabla, das ist eigentlich klar. Genau, Pfeiltasten. Man kann es auch ändern. WASD wäre für mich tatsächlich angenehmer. Da kann ich besser rumgreifen als den Pfeiltasten. Ach ja, die mit dem Zong. Die mit dem Zong ist mir da, glaube ich, am ehesten in Erinnerung, glaube ich, auch mit, wo das ja auch mit den Türen und den Toren war. Manchmal war ein Auto dahinter, manchmal eben der Zong, dieses kleine rote Vieh. Und manchmal andere Sachen. Stimmt. Kann ich dann ändern. Vom Hauptmenü kann man die Character Stats anschauen. Ausgerüsteten Waffen und Rüstung. Und man kann Items benutzen und das Spiel speichern, ja. Geh davon aus, dass du speichern solltest, bevor du das Spiel verletzt. Ja, ich höre schon auf zu singen. Oder es wird das, was du bisher gelernt hast, also deinen Stunden... Zeug wird sozusagen, ja, verloren gehen. Fast wie im echten Leben. Wenn man nicht das abspeichert in einem Gehirn, was man gelernt hat, ist es verloren. Wenn du einen Kampf verlierst, dann musst du von deinem letzten Savepunkt an wieder anfangen. Also geh davon aus. Nein, geh sicher, dass du viel speicherst. Viel Glück. Ha, von wegen viel Glück. Glück ist was für die Schwachen. Viel Erfolg wünscht man, wenn dann. Aber ich ändere mal ganz wirklich kurz die, kann ich das in Optionen machen? Keyboard, Konf, so. Move up. Right. Und down. Gut. WASD. Ach, hätte ich hier auch einmal klicken können, oder wie? Na gut. Hätte ich mir das einzeln gespart. So. Kurz gucken, ob das funktioniert. Oh, da sind wir. Ach, ist das niedlich.
Gut, dann speichern wir auch gleich nochmal ein erstes Mal. Safe. Ja, haben wir gut überstanden, das erste Mal. Ach, wir können auch Quests haben. Okay. Gucken wir mal ganz kurz Statuten an. Leder, ja, ne? Dann haben wir hier Best Girl aus Glimgar, Mary. Eric, ja. Oh, die sind schon Level 2 und Level 2. Das. Ist das nicht ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen sexistisch, dass die Damen bei Level 1 anfangen? Vor allem die Lehrerin, die ja eigentlich schon super mega mäßig Level, keine Ahnung, Japanerin, die müsste Level 99, 999, over 9000 Level haben mit ihren japanischen Kampffähigkeiten. Und die beiden dann allerdings Level 2, die Männer mal wieder. Ja. Haben wahrscheinlich auch Männer programmiert hier das Ganze. Aber immerhin ist es trotzdem unsere Hauptcharakterin eine Frau. Das gefällt mir immer ganz gut. So,